Mitten in der Pandemie sollen sich der CSU-Abgeordnete Nüßlein und der CDU-Politiker Löbel an Maskengeschäften bereichert haben. Doch ihr Bundestagsmandat niederlegen, das wollen sie nicht sofort. Die CDU verärgert. Der Parteivorsitzende Laschet fordert, die beiden müssten das Parlament schleunigst verlassen. Und so sieht das auch Unionsfraktionschef Brinkhaus. Ich fordere das, dass sie beide ihr Bundestagsmandat aufgeben. Wir haben eine Handhabe, wer Mitglied in der Fraktion ist. Wir haben keine Handhabe, wer Mitglied im Deutschen Bundestag ist. Das ist jetzt für beide Kollegen eine moralische Frage, wie sie damit umgehen. Ein Rücktritt geht SPD-Generalsekretär Klingbeil nicht weit genug. Er fordert, die beiden müssen das Geld zurückzahlen. Löbel hatte eingeräumt, sich an Geschäften mit Corona-Masken beteiligt zu haben. Seine Firma kassierte demnach 250.000 Euro, weil sie Maskenkaufverträge zwischen Firmen vermittelt hatte. Auch der CSU-Abgeordnete Nüßlein soll von Provisionen für Maskenvermittlungen in Höhe von 660.000 Euro profitiert haben. Auch CSU-Chef Söder ist sauer, schreibt auf Twitter. Es ist nicht zu tolerieren, wenn Volksvertreter die Krise zum Geschäft machen. Das ist mit den Grundwerten der Union unvereinbar. Alle Betroffenen sollten umgehend reinen Tisch machen und grundlegende Konsequenzen ziehen. Alles andere beschädigt das Vertrauen in die Politik. Nüßlein und Löbel traten aus der Bundestagsfraktion aus, aber erst zum Ende der Legislaturperiode will Nüßlein sein Mandat niederlegen und Löbel erst Ende August. Nicht ohne Grund, meint die Linke. Erst in 6 Monaten das Bundestagsmandat niederzulegen, hat offensichtlich mit Pensionsansprüchen zu tun. Immer noch ein Vorteilsoptimierer, schreibt der Vorsitzende der Linksfraktion Bartsch auf Twitter. Zudem könnte Löbel offenbar von April bis August noch über 50.000 Euro an Diäten kassieren. Die Maskenaffäre trifft die CDU ausgerechnet kurz bevor Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz am Sonntag wählen. Dabei sieht es laut Umfragen derzeit ohnehin nicht so gut für die Union aus. Im Sonntagstrend rutschten CDU und CSU auf 32%. Das ist weniger als bei der Bundestagswahl 2017.